Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu meinem kleinen Videotagebuch zur Zentralisierung der Bibliotheksfachstellen in Nordrhein-Westfalen. Ich denke ja, ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Zum 1.4. diesen Jahres wird die Arbeit der Bibliotheksfachstellen von den bisher 5 Bezirksregierungen zu einer Bezirksregierung, nämlich nach Düsseldorf, zentralisiert. Und das geht natürlich mit einigen Arbeiten und einigem Trubel einher, der im Moment hinter den Kulissen passiert. Und trotzdem oder gerade deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich euch in Form so eines Videotagebuches meine letzte Woche hier in Detmold und meine erste Woche in Düsseldorf so ein bisschen dokumentieren und euch daran teilhaben lassen und euch noch einige Sachen hier in Detmold zeigen, die man über die Fachstelle wissen sollte. Das ist mittlerweile auch, glaube ich, der 10. Versuch, dieses Video zu drehen, weil ich es irgendwie nie schaffe, vor der Kamera stillzustehen. Ich sehe immer so ein bisschen aus, als würde ich hier Tanzbewegungen davor machen. Das versuche ich jetzt mal ein bisschen zu vermeiden. Wir sind hier gerade in meinem Büro und das ist auch das Erste, was ich euch heute zeigen möchte, denn da habe ich heute auch den größten Teil meines Tages verbracht. Das hier ist quasi das Library Headquarter in Detmold, das ich mir mit meinen beiden Kolleginnen teile, die normalerweise da drüben sitzen, nur jetzt nicht mehr, weil wir so ungefähr 10 vor 8 haben und um die Zeit bin ich meistens der Einzige, der noch hier rumspringt. Und wenn ich hier rumspringe, dann tue ich das auf diesem wunderhübschen Stuhl, den ich in Düsseldorf auch bestimmt sehr vermissen werde, weil ich schätze, den kann ich nicht mitnehmen. Und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, da unten seht ihr ein paar Umzugskisten, in die habe ich schon jede Menge Akten einsortiert bzw. aussortiert, die mit mir nach Düsseldorf gehen sollen. Die habe ich aus unserer wunderhübschen Aktenwand da hinten rausgerupft, weswegen die heute ein bisschen chaotisch aussieht. So ganz geordnet geht es hier bei uns eigentlich nie zu, aber heute ist das natürlich eine gesonderte Situation, wenn ich da durchs Regal gehe und Sachen rausrupfe. Meine Kollegin hat schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Okay, ja, das ist mein Büro. Beziehungsweise zumindest ist es jetzt noch mein Büro. Das wird sich ab nächste Woche ändern. Ich mache jetzt allerdings erstmal Feierabend. Ich hoffe, ihr habt auf so eine Videoreihe genauso viel Lust wie ich. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sag erstmal bis morgen. Ciao.